die sich schon wirklich cool machen. Theater, also Kultur haben wir auch im Geoforum, Theater, Museen, Broadway, all das. Direkt hinter New York kommt dann schon Houston, sehr grüne Stadt. Das ist dann jetzt im Winter, ne? Im Winter sehen wir dann mal ein paar Menschen, wie sie Autos fahren. Aber auch nicht so viele, ne? Das ist unser Medical Center, ja, so eine Idee. Größe vom Medical Center, genauso groß wie Downtown Los Angeles. Haben wir schon gesagt. Einfach nochmal um so. Museen und Viertel mit 18 Museen, ne, alle nebeneinander gebaut, alle zum größten Teil gratis. Kann also einen kompletten Museumstag einlegen, findet man alles, was das Herz begehrt. Wie gesagt, in den Kalender schreiben 2017 Januar Super Bowl. Und wer nicht auf American Football steht, der merkt sich den Rodeo. Jedes Jahr die ersten drei Märzwochen Rodeo Houston. Super gigantisches Event. Das ist was geschadet, ja. Das ist gut. Super gigantisch, muss man gesehen haben. Also im riesigen Reliance Stadium, 70.000 Menschen haben Platz, jeden Abend. Das ist aber cool, das müssen Sie sehen. Diese Atmosphäre, dieses Rodeo, dieses Rodeo ist okay, wie das so abgeht. Und aber das American Football ist nicht so. Jeden Abend. Niemand, dem das gefällt. Jeden Abend einen Live-Act, ne? Ob da jetzt, je nachdem, wer gerade angesagt ist, Beyoncé kommt regelmäßig vorbei, weil sie ist aus Houston, sie ist gebürtig von da, von daher all die, die Rang und Namen haben, kommen dann nach Houston und sehen und spielen. Ja, Sport, wie gesagt, machen wir. Network, nee, nie geil. Und natürlich Essen tun wir sehr gern. Ja. Viele Restaurants, mehr als 8000, sehr internationale Stadt. Das spiegelt sich natürlich auch in seiner Kulinarik wieder. Der Houstonian, so nennt man den Einwohner von Houston, geht in der Regel viermal wöchentlich Abendessen auswärts. So viel Zeit ist viel Geld. Ja, die verdienen entsprechend ist Geld. Ist einer der günstigsten Städte in den Vereinigten Staaten.